Was ist das? Meine Forschungen deuten darauf hin, dass sich dahinter das Zentrum befindet. Ein Raum, der aus Augenblicken besteht. Aus Bruchstücken. Das ist nicht der stetige Fluss des Lebens. Das ist keine lineare Erzählung. Das hier, das ist was anderes. Sie meinen mental-kinetische Wellen? Warten Sie, Sie werden es nicht glauben. Schauen Sie, eine Anomalie. Was ist das? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, das ist ein Theater. Es ist wunderschön. Das hier muss der Zuschauerraum gewesen sein. Und dort war die Bühne. Dort wurde gespielt. Dort wurden Geschichten erzählt. Die Menschen haben geweint und gelacht, haben sich geliebt und bekämpft, sind geboren und gestorben. Es gibt wenig, wofür ich die alte Zeit beneide. Aber das Besondere eines solchen Ortes, das historische Potenzial eines solchen Ortes, die Auferstehung der Toten, der Dialog mit den Toten. Das magische Potenzial dieses Ortes ging bereits in den alten Kulturen verloren. Die Überzeugung, dass sich das menschliche Dasein lediglich in seiner ökonomischen Realität manifestiert, machte die Menschen blind für die anderen Wirklichkeiten unseres Seins. Lassen Sie uns näher rangehen. Andere Wirklichkeiten? Unsere Welt kennt genau eine Wirklichkeit, die planetare. So, glauben Sie. Wir wissen, dass nur ein tiefes Verständnis dieser Wirklichkeit uns zur Wahrheit und zum planetaren Bewusstsein führen kann. Die Wahrheit ist ein kompliziertes Ding. Sie versteckt sich und wir suchen nach ihr. Nein, die Wahrheit ist ein sehr klares Ding. Sie steckt in den Naturgesetzen, im Offensichtlichen. Das menschliche Tier ist das Einzige, das den Blutrausch kennt. Töten ohne Grund, töten zum Vergnügen. Es braucht Mut. Die Gemetzel sind nicht zu fürchten. Peitschenhiebe, abgetrennte Köpfe und Hände sind nichts, vor dem man Angst haben muss, aber nach innen zu schauen, auf den verdrehten Geist, der unter der Oberfläche aller Menschen liegt, und zu sagen, ja, ich akzeptiere dich, ja, ich liebe dich sogar, weil du ein Teil von mir bist. Das erfordert Mut. Das ist die Maske. Und schließt der Aufgabe. Brand, können Sie mich hören? Brand, was machen Sie? Brand, was machen Sie? Thank you.